Moin und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Channel Fahr Bike. Nachdem meine erste Tour nicht wirklich gelungen ist, juckt es hier so ein bisschen in den Fingern, mich unbedingt die nächsten Tage nochmal aufs Bike zu schwingen. Und ja, ich habe mir keinen besseren Tag ausgesucht als den 1.1.2022. Einen besseren Start ins neue Jahr kann es doch eigentlich nicht geben, dachte ich zumindest. Calimero ist wieder am Start. Ich sitze wieder auf dem Bike. Wir haben heute den 1.1.2022 und gerade mal 9 Uhr. Und heute soll es dahin gehen, wo ich es das letzte Mal nicht hingeschafft habe, weil mich einfach das Eis und der Schnee nicht hingelassen haben. Und daher heute bin ich guter Dinge, dass ich das heute packen werde. Richtig Bock, hab mir auch richtig viel Zeit mitgenommen. Und auf geht's, jetzt werden wir erstmal wieder schöne 25 Kilometer Richtung Hennestrand trampeln. Jetzt erstmal Vollpower und danach geht's weiter. Wuhu! Wow, ich muss mal anhalten. Sieht das nicht brutal schön aus? Einfach mal so hier auf dem Weg. Diese unfassbare Natur. Ich bin noch nicht mal 30 Kilometer gefahren und ich habe schon wieder so viele Aufnahmen gemacht. Ich muss nachher erstmal wieder schön aussortieren. Mir ist bisher noch kein Mensch entgegengekommen. Wir haben es jetzt 10 Uhr. Ich bin jetzt eine gute Stunde unterwegs. Was wollte ich noch sagen? Ach ja, und typischerweise hier, ich bin bei leichtem Sonnenschein los, habe mich schon richtig gefreut. Und hier auf einmal ist total zugezogen wieder. Hier ist nichts los erstmal und zweitens ist es abseits der Straße megamäßig cool. Ey, da guck mal, fließt einmal so ein Bach hier über die Strecke. Das ist ja auch Wahnsinn. Ey. Ah, ist richtig gemacht. Peace, be still, my darling. All is well, my darling. Your anxious heart may as well be stone. Oh, it weighs you down deeper than you know. Yeah, we. Ja, ey, auf jeden Fall, ich fahre hier so einen Fahrradweg entlang. Fahrradweg, also Ziffer Nummer 1 ist das. Logischerweise führt der eher abseits von den ganzen Straßen entlang und ich bin total begeistert hier von dieser Waldlandschaft. Also hier ist mal wieder keiner. Und es geht die ganze Zeit halt nur schottermäßig hier lang. Nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken. Wie wir Norddeutschen sagen, und dann auf geht's weiter, immer weiter Richtung Ringkjøbing Fjord und hoffentlich hat der Sparmarkt auf. Und jetzt beginnt der richtige Spaß für mich. Leider ist das Wetter richtig zugezogen. Es ist nicht ganz so neblig wie die Tage zuvor, aber es ist doch schon trüber geworden. Der Untergrund ist nach wie vor hier Schotter. Total geil. Abseits der Straße ist das einzige Problem, das ich jetzt noch habe. Da drüben ist der Ort und da ist auch Spar. Aber ich weiß, dass da hinten noch mehr Läden kommen, von daher fahre ich jetzt einfach weiter. Ich habe noch genug Wasser, ein bisschen Essen habe ich auch noch. Und ansonsten wartet da hinten wieder Sande auf mich. Boah, ich habe so Bock. Und jetzt wird nur so richtig hier in die Pedale reingeballert, wie wir jetzt hier richtig Strecke machen. Bin jetzt gerade eben so ein bisschen
durch die Wälder gedümpelt, aber das hat jetzt ein Ende. Auf geht's jetzt! Down to the river. Ich freue mich gleich in Wiedesande auf meinen Fischburger. Ich hoffe, die haben heute geöffnet. Heute ist der erste. Oh fuck. Hey, wie geil, guck mal, wie geil das hier ist. Hier ist Werkzeug, auch wenn das nicht mehr so schön aussieht. An so einem Pfeiler einfach nur eine Pumpe und irgend so ein Typ, der dir was erzählt. Bist nicht ganz alleine. Mega mäßig, Alter. Aber wahrscheinlich bin ich einfach nur uninformiert und das ist Standard und ich sehe es jetzt gerade nur zum ersten Mal, aber trotzdem, ich finde es Hammer. Da vorne ist der Ortseingang. Herzlich willkommen, liebe Sande. Juhu! Das soll jetzt 2 Stunden regnen, aber mir scheißegal, ich fahre jetzt gleich weiter. Einfach kurz stärken und dann geht's weiter. Immerhin muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich nicht gedacht, dass ich das schaffe. Ich bin vorher noch nie so weit Fahrrad gefahren. Richtung Henne letztens war es meine erste Tour. Und jetzt hier wie Sande gleich die doppelte Strecke noch mal raufgepackt. Was ich noch sagen wollte, ich bin zwar erst 66 Kilometer gefahren, aber ich muss einfach noch 66 Kilometer wieder zurückfahren. Und ich muss ganz ehrlich sagen, man muss nicht immer das Neueste haben. Man kann auch mit älteren Dingen, in dem Fall Fahrrädern, Geiles und Tolles erreichen. Aber vielleicht vollende ich diesen Satz später nochmal, wenn ich dann zu Hause angekommen bin, wenn es dann ein Fazit von mir gibt. Ob ich es nochmal mache oder nicht, das kann ich ja jetzt schlecht sagen. Jetzt aktuell würde ich sagen ja, aber wir gucken mal 66 Kilometer weiter. Scheißegal, 67 Kilometer gegen den Wind, fuck off! Wuhu! Einfach nur mega. Oh oh, Höhenmeter. Oh oh, Höhenmeter. Hoch da jetzt. Auf die 3 Meter Höhe. Erstmal hier eine kleine Pause. Hier habe ich mich vorhin noch freudig aufgehalten, habe mich so gefreut, dass da hinten der Fjord beginnt. Und jetzt tatsächlich bin ich einfach nur froh, nach 50, fast 60 Kilometern, dass der Fjord endlich aufhört und ich mich jetzt gleich mehr und mehr wieder in den Wald verziehen kann. Ich esse jetzt noch ein paar Haferkekse und dann geht's ab, weitere 40 Kilometer. Next Stop ist dann Henne. Hennestrand. Juhu! Landstraße! Noch 50 Kilometer bis Ende. Die Beine werden immer schwerer. Ich neige dazu, immer da Pause zu machen, wo ich auf der Hintour auch schon mal Pause gemacht habe. Vielleicht ein bisschen langweilig, aber
Die Hintour war einfach so ein bisschen Fahrradfahren und die Rücktour ist jetzt richtig Kampf. Mit den 30 Kilometern gegen den Wind. Nicht das beste Fahrrad dafür, um gegen den Wind zu fahren. Fürs Gelände perfekt. Fürs gegen den Wind fahren einfach, ja, sitzt man leider zu unschnittig. Aber egal, macht mir trotzdem richtig Laune. Bin so mega stolz auf mein Bike. Heute, ich kratze an der 100, das weiß ich. Aber aktuell bin ich erstaunlich gut drauf. This week, grasp a while. The storm is passing by. I start to stare. What am I doing? I should be standing strongly and firmly, grabbing my chair tight as I stumble, raving so. Wir haben es jetzt 16 Uhr, bin jetzt seit 7 Stunden unterwegs und ich muss sagen, dass ich an meine Grenzen komme. Der Endgegner, der kommt noch, denn ich habe nachher nochmal, da fährt man über den Truppenübungsplatz hier zwischen Weyers und Henne, ach Quatsch, zwischen Weyers und Blavand. Und auf diesem Truppenübungsplatz ist einfach kein Baum. Und das bedeutet, bei dem Wind, dass mich der Wind ja komplett frontal packen wird und mich tierisch ausbremsen wird. Und das wird nochmal richtig, richtig schwer. So, hier steht Weyers, 10,5 Kilometer noch. Also roundabout 20 Kilometer. Ich bin so am Limit. Ich habe heute meine Grenze sowas von kennengelernt jetzt. Gerade eben, ich nenne sie einfach nur noch die Endgegnerstrecke, habe ich hinter mir auf einmal einen Lichtkegel entdeckt. Offensichtlich ein Fahrradfahrer. Und ich habe gesagt, ne, ich lasse mich jetzt hier nicht nochmal abziehen. Auch wenn das jetzt seine Intention überhaupt nicht war. Lass mich hier nicht abziehen. Den letzten Metern überholt mich hier keiner und ich habe noch mal sowas von Gas gegeben. Ich habe so reingestrampelt. Das war so heftig. Ich wollte aufgeben. Ich wollte nicht mehr. Ich wollte nicht mal filmen. Also wollte nicht mehr. Ich wollte einfach nur noch einfach blabbernd erreichen, ohne dass dieses Fahrrad mich erreicht. Auf einmal war das Licht weg. Hat wahrscheinlich aufgegeben. Und ich gehe für mich als Sieger raus und generell heute als Sieger, Mann. Ey, ganz ehrlich. 120, 140 Kilometer oder so. Einfach nur brutal. Kann man mal machen am 1.1. so das Jahr einzuläuten. In diesem Sinne, ey, ich habe jetzt auch 2 Kilometer. Ich habe es geschafft. Oh, diese letzten 8 Kilometer, die hatten es nochmal in sich. Ich muss jetzt erstmal klarkommen. Aber oh, mir tut alles weh. Das war nicht die letzte Tour. In diesem Sinne, das Video endet jetzt hier. Ciao. Das war's auch schon wieder mit Video 2. Nächste Woche folgt Video Nummer 3. Diesmal geht es so ein bisschen in Hamburg on Tour. Cool, dass du so lange durchgehalten hast. Würde mich freuen, wenn du nächste Woche wieder vorbeischaust. In diesem Sinne, mach's gut und hoffentlich bis zur nächsten Woche. Ciao.